Das Della May, die Girl Group des Bluegrass in der Tonart am Vormittag, Deutschlandradio Kultur. Über 700.000 Menschen pilgern jedes erste Oktoberwochenende nach San Francisco, um dort im legendären Golden Gate Park ein weltweit einzigartiges Festival zu erleben. Hardly Strictly Bluegrass. Dieses Jahr, genauer gesagt am kommenden Wochenende, jährt es sich zum 15. Mal. Worum es bei dieser Veranstaltung geht und was sich hinter dem langen, komplizierten Namen verbirgt, das erzählt uns jemand, der schon selbst dreimal da war. Bei mir im Studio ist Fanny Tang. Hallo, schön, dass du da Hallo. bist. Sag mir doch erstmal, was ist Hardly Strictly Bluegrass? Ja, der Titel klingt etwas ungelenk. Ein Stolpertitel sozusagen. Kaum ausschließlich Bluegrass. Es ist ja auf Deutsch übersetzt. Das umkreist ziemlich genau, was für Musik man dort hören kann. Nämlich einerseits Bluegrass, aber eben nicht ausschließlich. Angefangen hat man 2001 tatsächlich mit ganz viel Bluegrass und Rootsmusik. Über die Jahre ist Hardly Strictly dann zu einer Art Konglomerat der gesamten Amerikaner-Szene geworden. Auf 7 Bühnen spielen an 3 Tagen über 100 verschiedene Bands. Da geht es von völlig unbekannten Newcomern über alte und neue Folkbands, Singer-Songwriter bis hin zu richtigen Popstars inzwischen und lebenden Legenden. Und was dieses Festival weltweit einzigartig macht, das ist neben dieser paradiesischen Atmosphäre der Fakt, dass es erstens umsonst ist und dass man trotz seiner Größe doch sehr nah dran ist. Also es gibt keine Absperrgitter, es gibt keine Drängler, es gibt keine Leute, die Dixi-Klos umschmeißen. Kein Chaos dann. Es gibt überhaupt kein Chaos. Komischerweise ist es unwahrscheinlich friedlich. Wie so ein riesiges Wohnzimmer im Schatten der Golden Gate Bridge, das dann für 3 Tage wirklich den Himmel auf die Erde holt. Das klingt so ein bisschen. It's an amazing festival with a great variety of music. I can bring my family here. Golden Gate Park, wonderful people, friends, very peaceful, just always a really good time. Hardly Strictly is one man's vision of what can be done. With a little generosity and creativity, it's a great party for the whole city. Ja, tolle Musik, tolle Leute, tolles Wetter und dann auch noch so interaktiv. Man kann tanzen, kann seine Familie mitbringen, kann quatschen, man kann vor allem Corn Dogs fressen, bis man umfällt. Und hier ist jetzt auch schon die Rede von der Vision eines einzelnen Mannes, der mit diesem Festival sehr eng zusammenhängt. Dieser Mann heißt Warren Hellman und ist der Grund, warum es das Festival überhaupt gibt und auch warum das Festival umsonst ist. Bevor ich dir eben reingequatscht habe, wollte ich noch sagen, das klingt so ein bisschen auch nach 70er Jahre, irgendwie dieser Geist des Festivals. Aber jetzt hast du Warren Hellman erwähnt, den müssen wir natürlich einmal ansprechen. Wer oder was ist denn dieser Mann? Also wer war er, muss man ja eigentlich präziserweise sagen. Genau, seit 2 Jahren ist er tot. Warren Hellman ist oder war einer der reichsten Männer der Westküste, ein Industrieller, Funktionär und Investmentbanker, ehemals auch jüngster Chef der Lehman Brothers vor dem Crash. Und er ist aber auch ein musiksüchtiger Philanthrop, der, glaube ich, so halb San Francisco gebaut hat. Also Altersheime, Parkhäuser, Obdachlosenunterkünfte und eben auch dieses Festival. Bis heute zahlt seine Familie alle Gagen, alle Bühnen, alle Technik, also einfach alles, mietet praktisch diesen Park aus reiner Dankbarkeit und Anbetung für die Musik. Und ein Satz, den wirklich jeder auf diesem Festival kennt, ist sein Ausspruch: Das Festival war das egoistischste Geschenk, das ich je gemacht habe, denn ich habe es nicht nur der Stadt, sondern auch mir selbst geschenkt. Also eins der Das ganz sei ihm gegönnt. großen, genau, der ganz großen Vermächtnisse dieses Mannes, wofür ihn die Menschen natürlich umgekehrt auch lieben. Besucher und Musiker gleichermaßen. Viele von den Musikern haben über die Jahre auch enge Freundschaften mit ihm aufgebaut. Unter anderem 2 Country-Urgesteine, Buddy Miller und Jim Lauderdale. Das sind sowas wie 2 Joker unter den Songwritern, spielen mit allen, sind immer dabei, jedes Jahr. Und die beiden habe ich mal backstage in so einem kleinen Wohnmobil zu Warren Hellman befragt. I first met him here at the festival, and I just was amazed at what he's accomplished with this and how generous Ja, großzügig, irre, sagt Jim Lauderdale, was dieser Mann erreicht hat mit diesem Festival, was für ein Geschenk es ist. Er war ein Freund für die Stadt, für die Leute und vom humanitären Standpunkt ist das wirklich ein ganz großer Wurf. He's so unassuming and so quiet and just was walking around not with
bescheiden, unaufdringlich, sagt auch Buddy Miller. Ein ruhiger Mann, hat sich nie in den Vordergrund gespielt, ist nie mit irgendwelchen Schildern rumgelaufen, die gezeigt hätten, wie wichtig er ist, sondern er ist einfach da gewesen wie ein Festivalbesucher als Fan, weil er Musik liebt. Und inzwischen heißt auch eine Straße, nämlich die, an der das Festival stattfindet, Pelman Hollow. Ja, zu Lebzeiten hat er auch selbst immer dieses Festival eröffnet mit seiner eigenen Band, in der er Banjo spielt. Also die gute Seele von San Francisco sozusagen. Dieses Jahr findet ja Hartley Strictly Bluegrass zum 15. Mal statt. 2001 war die erste Ausgabe. Wie wird dieses Jubiläum begangen? Gibt es da besondere Aktionen? Ja, es wird viele Rückblicke geben, natürlich auch viele Helmen-Gedächtnisveranstaltungen. Es gibt aber auch neue Gimmicks dieses Mal, zum Beispiel eine Silent Disco auf freier Wildbahn, also so eine Hippie Silent Disco, bei der dann jeweils Musiker auch aus den Bands auflegen. Dann haben sie dieses Jahr geschafft, ganz schwer zu kriegende Namen zu engagieren, unter anderem T-Bone Burnett, die Punch Brothers, Nico Case, die Indigo Girls, auf solche Leute hat man da lange gewartet. Es spielen wieder viele, viele alte Festivalbekannte, Emmylou Harris, Steve Earle und diese ganze Gang. Dann gibt's ganz edle Perlen, sowas wie Van Dyke Parks und Ry Cooder diesmal auch dabei. Und wenn ich da wäre, dann würde ich mich, glaube ich, am meisten auf Gillian Welch und David Rawlings freuen. Das war nämlich auch 2009 neben John Prine so mein eindrücklichster Moment da auf dem Festival. Das werde ich nie vergessen, wie die vor dieser Kulisse, also vor den riesen Bäumen in diesem Park, unter ungelogen einem pinken Himmel in ihrer ganzen Glory, also diese knöcherne Göttin Gillian Welch mit ihrem Mann da standen und gesungen haben. Das wird also dieses Jahr dann auch nochmal passieren. Fanny Tang mit einem Ausblick auf Hartley Strictly Bluegrass, das ab Freitag in San Francisco stattfindet. Du hast sie eben schon erwähnt, Dave Rawlings Machine wollen wir jetzt hören, The Weeknd. Das passt natürlich jetzt so schön auch thematisch und du hast es so schön angeteased. Dann wollen wir jetzt da mal rein. I hit the weekend, just like a freak. I got there early, I couldn't wait. Made a friend or two along the way. You want the details, but what can I say? There's a ballerina, a foreign cartel, the opera singer, the
Machine, The Weeknd. Und am Wochenende können Sie diesen Mann und seine Band tatsächlich hören, live und umsonst, wenn Sie denn den kleinen Weg nach San Francisco auf sich nehmen. Dort beginnt am Freitag die 15. Ausgabe des Hardly Strictly Bluegrass Festivals.